Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Train Sim World. Wir sind wieder auf der East Midland Mainline unterwegs. Und das ist ein Tag, nachdem ich das Video mit dem ersten Einblick gemacht habe. Und ja, mir hat es nicht in Ruhe gelassen mit den Kritiken, dass die Strecke von der Szenerie her, teilweise von Stationen, nicht wirklich der Realität entspricht. Nachdem ich das ja nicht wirklich einschätzen kann, dachte ich mir, ich mache mal ein ganz besonderes Video. Und zwar hier mal so eine Cap-View-Fahrt machen und dazu werde ich auch noch eine echte Fahrt mit einblenden, dass wir wirklich den direkten Vergleich haben zu dem, was wir hier sehen und wie die Strecke in echt aussieht, und dann werden wir zum Schluss ein Fazit davon ziehen. Ich habe schon mal versucht, das Ganze zu machen. Meine Idee wäre gewesen, dass ich die Kamera hier so platziere. Das funktioniert auch für einen Moment, aber darf der Game sozusagen Momente mit brücken und dann macht die Kamera ungefähr den hier und ist irgendwo anders. Also werde ich erstmal hier in den Führerstand reingehen, da ist die Kamera ja normal, und werde hier mal so ein bisschen reinzoomen. Ich weiß, das ist von der Geschwindigkeit her sieht es dann ein bisschen doof aus, aber man hat ein bisschen ungestörtertes Bild erstmal, und dann schauen wir uns das im Vergleich an. Die Strecke, die wir fahren, ist hier unten von Leicester, starten wir hier nach oben, ist mit dem Parkway, von hier nach rechts und dann nach Nottingham. Und das Video, was ihr seht von diesem Cab Ride, dieser Führerstandsmitfahrt, ist tatsächlich von der HSD Farewell-Tour. Und ja, ich hoffe, ich kriege die beiden Videos irgendwie halbwegs synchron. Ich bitte zu entschuldigen, wenn das nicht super synchron ist. Das erste Mal, dass ich sowas mache. Und dann sehen wir uns am Ende des Videos wieder für ein Fazit. Also, ich wünsche ganz viel Spaß jetzt bei der Mitfahrt. Los geht's!
Ja, und da bin ich wieder, liebe Leute, und das ist Bravura nach dem Edit. Und ich habe mir beide Aufnahmen jetzt mehrmals angesehen und das Editing war ziemlich mühsam, dass es halbwegs ja synchron ist. Aber das hat auch den Vorteil gehabt, dass ich mir beide Aufnahmen sehr genau ansehen konnte. Und ja, ich verstehe die Kritik, warum das jetzt größtenteils negativ gewesen ist, denn von der Landschaft her und von den Signalen und von den ABS-Magneten teilweise ist das überhaupt nicht akkurat. Ich meine, Skyhook Games hätte sich das einfach nur mal ein bisschen genauer anschauen müssen oder vielleicht gerade diese Mitfahrt ansehen, die ich jetzt gerade gemacht habe, aber an so vielen Stellen ist die Strecke einfach nicht akkurat. Und am besten fällt es halt bei den Brücken auf. Ich meine, fast keine Brücke passt zu dem, wie es im Original ist. Das Einzige, was ich jetzt nicht so wirklich sehen konnte, ja, mach nur, war die Stationen. Die haben weitestgehend okay ausgeschaut, aber die waren auch zu schnell vorbei. Aber der Rest, nee. Ich meine, die Streckenführung an sich. Ciao, Kollege. Viel Spaß. Wir gehen mal ganz kurz woanders hin. Die Streckenführung an sich war soweit akkurat. Da kann ich jetzt nichts sagen. Aber die Szenerie rundherum, die Details, nee. Das, nee. Also, wenn es jetzt irgendwie meine Stammstrecke und ich würde die wirklich gut kennen und ich sehe dann die ERC, dann wäre ich sichtlich verärgert. Und da, von daher verstehe ich jetzt auch die entsprechende Kritiken. Andererseits, wenn man jetzt die Strecke halt nicht kennt und man nicht die Referenz hat, muss ich auch sagen, ist es nach wie vor eine schöne Strecke, aber es ist nicht authentisch. Und wenn jetzt Dafter Games sagt, okay, wir wollen jetzt irgendwie ein realistischer Simulator sein mit echten Strecken und es soll so aussehen wie in echt, ja, dann Ziel verfehlt. Wenn einem das jetzt aber nicht wichtig ist, es soll einfach nur gut aussehen und gut funktionieren, dann ist die Strecke okay, aber es ist nicht authentisch. Ich bin irgendwo froh, dass ich den Vergleich gemacht habe mit dem realen Vorbild. Ich meine, klar, nicht jeden kleinen Furz kann man umsetzen in so einem Spiel wie dem hier, aber wie weit es teilweise von der Realität entfernt ist, bei der Midland Main Railway, da war ich schon überrascht. Also, wow. Ich glaube, ich mache das zukünftig bei jedem DLC in der Zukunft, sofern das irgendwie möglich ist, dass ich da Videomaterial habe. Was meint ihr? Soll man das bei jedem DLC machen, dass man wirklich einen Real-Life-Vergleich macht zu dem, was Dafter Games uns da präsentiert, beziehungsweise in dem Fall Skyhook Games, und wie es in echt aussieht? Gerne abstimmen in den Kommentaren. Das war's aber mit mir. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.